Hallo, herzlich willkommen zurück zu Keplers. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. So, ich habe, wie ihr seht, mein Inventar mal ein bisschen aufgeräumt. Ich habe hier Zeug reingeschmissen und wir brauchen Fackeln unbedingt. So, dich stelle ich mal auf Folgen abbrechen. Wir brauchen Fleisch. Ich würde gerne noch mal ein paar mehr. Wobei ich glaube, wenn wir jetzt Black Panther dabei haben und fast 40 Parasiteropfoten, das müsste dann eigentlich passen, oder? Den Boss. Also kann ich mir fast gar nicht anders vorstellen, dass das funktioniert, bestimmt. Reparieren müsste ich. Wo ist denn unser Emsebremse? Gedöns-Dings? Wo ist denn der Typ, der dafür verantwortlich ist, dass wir repariertes Werkzeug haben können? Da ist der. So, ich schau mal da. Hallo. Machen wir einfach nur mal die einfache Reparatur. Das passt dann schon. So, dich werde ich mal noch und dich werde ich mal noch. So, genau. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir sind ja im Moment relativ tanky und auf Fernkampf. Vielleicht muss man wirklich mal so ein bisschen gucken, dass man verbesserter Fokus, okay? So erhöht deine Ausweichrate 5 Sekunden lang. Okay, das ist cool. Vielleicht muss man mal wirklich gucken, dass man so ein bisschen auf Angriff geht oder auf Pets vielleicht, dass wir uns darüber ein bisschen stärken. Erhöht die Verteidigung nahen Teammitglieder. Oh, das ist ja gut. Anführersturm. Sturmaura erhöht deine Beweglichkeitstempo und die von nahen Teammitgliedern um 10%. Oh, das ist ja geil. Also ich meine, das Ionschild, das ist schon super, ne? Ich meine, das mit der Verteidigung, da kann man nochmal gucken, ob man das ein bisschen runterschraubt. Die Dinger hier sind auf alle Fälle Fernkampfschaden. Das nehmen wir. Ah, so, Scheibenkleister, die müssen da auch mit rein. Handwerker. Das ist aber hierfür. Das ist gut. Das können wir dahin machen. Bergarbeiter können wir da mitnehmen. Ionhaut, ja, das ist ja schon geil, ne? Das mit der Ionhaut ist schon fetzig. Ja, wir gucken mal. Also so ein bisschen, ich hätte schon gern eigentlich ein Stück weit auch noch ein bisschen mehr Wumms hinter dem Ganzen. Aber da gucken wir dann einfach mal. Das schauen wir dann, wenn es soweit ist, ne? So, okay. Also, wie sieht's aus heute mit dem Plan? Ich würde halt tatsächlich gern diese Insektorenkönigin im Zuge der Befreiungsaktion für den, der da unten gefangen ist, jo, mitnehmen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Wir brauchen auf alle Fälle ein bisschen was zu essen und ein paar Buffs. Die müssen wir natürlich mitnehmen und dann brauchen wir Bärchen und Black Panther. Die müssen wir. Warte, warte, kann ich verwalten? Informationen, kann ich den umbenennen? Ja. Balu. Da brauchen wir erst das Dings. Verwalten. Ach, Scheibenkleister, weil ich den schon benannt habe. Mist. Den hätte ich Bagheera nennen müssen. Balu und Bagheera. Das wäre cool gewesen. Ja gut, zu spät. Habe ich mir jetzt halt tatsächlich nicht so ganz überlegt gehabt, aber gut. Ja, Black Panther passt schon auch. Aber wäre jetzt halt einfach lustig gewesen. So, jetzt holen wir die Äpfelchen noch. Und dann, jo. Gucken wir mal, was wir da nicht alles noch tun könnten. So, vielleicht sammeln wir noch mal ein bisschen Geld ein. Ich war noch mal ein bisschen unterwegs, habe noch mal geguckt, ob es für die Straße, die ich ja baue, hier mit diesem Weg, ne, ob das da war, aber leider nicht. Sehr schade, aber das, ja, war ein bisschen blöd. So, jetzt gucke ich bloß mal. Also, pass mal auf, jetzt haben wir hier, wir haben den Fleischsteller, stellt alle 10 Minuten lang die Gesundheit wieder her. Hier haben wir maximal 30. Hier haben wir 60 Gesundheit. Genau, davon nehmen wir auf alle Fälle was mit. Also, dann haben wir hier toxischer Pilz 30 Minuten lang um 10. 10 Minuten lang ein Gesundheit? Nee, maximale Gesundheit. Maximale Gesundheit. So, das können wir mitnehmen. Dann sind wir 10 Minuten weniger satt.
Und dann brauchen wir hier noch das mit dem... Da. Genau, da werden wir dann... ja, da passiert dann nicht so schnell die Hungerrate. So, dann nehmen wir hier Pendy mit. Folgen. Folgen. Und du kriegst dann halt, wo ist denn jetzt unser ganzes Hundefutter? Ich habe doch hab ich nicht vorhin das ganze Zeug mitgehabt. Sortieren. Ah, wo ist es denn jetzt hin? Oh nein. Bin schon der Meinung, ich hätte eigentlich... Habe ich das Hundefutter damit reingemacht? Kann das sein? Ja. Mhm. So, dann brauchen wir... abgelaufenen Agitrank verteilt. Ich mache nicht die besten. Die hebe ich mir tatsächlich auf, wenn es dann wirklich schwer wird. Ne? Jetzt nehmen wir hier das noch mit. Die Mekofreude 2. Das müsste passen. Die Treppen nehmen wir mal mit, falls irgendwas ist. Und die Schmerzmittel. So. Erhöht die Angriffs- und Bewegungstempo um 50%, aber du wirst wieder schneller hungrig. Okay. Hm. Ob sich das dann gegenseitig aufhebt? Ich weiß es gar nicht genau. So, aber ich bin jetzt gerade relativ zufrieden mit dem. Und dann gucken wir mal, wie gut wir das dann hinkriegen. So, müssen wir hier noch irgendwas mitnehmen? Ich denke nicht. Wir müssen dann auf alle Fälle das Primordium wieder mitnehmen. Weil wir könnten es, glaube ich, auch anpflanzen, ne? Aber das ist halt... Und Fleisch brauchen wir wieder. Hm. Naja, jetzt reicht es erstmal für den Moment. Gehen wir runter und dann gucken wir, dass wir das vielleicht tatsächlich die Insektorenkönigin mal umhauen. So, Stufe 6 ist es, glaube ich, gewesen, ne? Oder war es die 7? Nee, war die 6. Da ist es. Und da ist nochmal so ein mysteriöser Eingang. Ja, wir gucken mal. So. Ah, die Fackeln habe ich vergessen. Shit. Und kein Holz dabei. Na, da müssen wir nochmal hoch. Hilft ja nichts. Die habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Okay. Also nochmal. Ein bisschen Holz. Okay. Hier ist kein Holz drinnen. Haben wir hier Holz? Da haben wir noch ein bisschen Holz. So, nehmen wir mal bis 90 mit. Dann nehmen wir die Kohle mit raus. Weil ich glaube, das ist tatsächlich die angenehmere Variante aus der ganzen Geschichte. So, Fackeln. 90 Stück. Nehmen wir mal 45. Weil wir brauchen dann hinterher ja noch die anderen 45. So, da hinten ist das mit dem Holz. So, 45 Holzfackeln. Genau, dann haben wir kein Holz mehr. Das ist aber nicht so schlimm. So. Ich fühle mich tatsächlich relativ gut vorbereitet. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so passt. Mal gucken. Mal schauen. So, ab in den Fahrstuhl. In die 6. Etage runter. Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Hier geht's runter. So. Ach, guck mal, was haben wir hier drinnen? Tisch. Ach, guck mal, hier ist noch Fleisch drinnen. Eine Schaufel habe ich hier noch drinnen. Okay, krass. Steine wären hier noch drinnen gewesen. Schießpulver. Oh ja. Mal gucken. Werden wir vielleicht tatsächlich auf dem Rückweg dann mitnehmen müssen, ne? Wir müssten hier runter. Jetzt hat er uns gesehen, ne? Läuft er uns hinterher? Ich weiß es gar nicht genau. So, dann hier runter. Und hier runter. Ja, immer schön geradeaus nach unten. Sehr gut. So. Können wir hier mal nochmal eine Fackel hinstellen, weil das doch relativ dunkel ist. So. Ah, hier unten sind wir lang gegangen, ne? Dann gehen wir da auch wieder lang. Genau.
gucken. Ja gut, 50 kriegen wir nicht zusammen, aber ich denke, mit Black Panther haben wir da schon gar keine so schlechte Option. Zusammen mit dem Bären könnte das durchaus funktionieren. Mal gucken. Wir werden sehen, wie wir uns schlagen. So. Hilfe, Hilfe, okay. Das Schöne ist ja, ich glaube, die kommt erst. Ich glaube, die kommt tatsächlich erst, wenn wir sie rufen. Das heißt, wir haben noch einen Moment Zeit. Okay, wir müssen bloß mal unsere Fallen wieder mitnehmen. Sonst bringt es halt so null, ne? So. Hier machen wir ein bisschen Licht hin. Au. So. Und jetzt werden wir uns aber erstmal vorbereiten. Pass auf, jetzt machen wir das mal so. Also, wir stopfen uns mal einen Pilz rein. Ein Rührei. Einen Fleischteller. Trank, Kapsel, Meko. Die Angriffskapsel habe ich jetzt nicht, aber das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. So, dann gucken wir einfach mal. So. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Help. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich Hilfe ist oder ob die uns reinlegen. Nee, tatsächlich. So. Können wir hier mal alles kaputt machen soweit? Wir machen uns einfach ein bisschen mehr Platz, ne? So. Ja, wäre schon cool, wenn wir die jetzt dann irgendwie... Okay, hier ist halt keiner mehr. Wenn wir die jetzt tatsächlich so ein Stück weit niedermetzeln können, ne? Ach, und ich darf nicht vergessen, ich habe ja meine Sonderfähigkeiten habe ich ja auch noch, ne? So. Ja, gucke mal. Denen geht's gut. Ist alles okay. So, das haben wir schon mal kaputt gemacht. Da können sie nicht mehr rauskommen, hoffe ich einfach mal. Au. Okay. So, jetzt hat... Gucken wir mal da. Da noch. Ich glaube aber, da ist auch keiner mehr drin, ne? Mit Hilfe. Ist ein bisschen komisch, ne? Wenn die eigentlich Hilfe rufen und dann da jetzt eigentlich gar nichts drin ist. Fast ein bisschen schade. So, habe ich zufälligerweise irgendwie eine Wand dabei? Nee, ne? Schade, ich hätte die tatsächlich gerne eingesperrt. Aber wir können... Ach, guck mal, wir können uns doch mal schnell so eine Wand... Wir holen uns einfach mal schnell so eine Wand. Die sperren wir da einfach mal kurz ein. Dass uns das da nicht irgendwie in die Quere kommt, weißt? So. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich noch nicht. Ich mache hier mal noch ein bisschen mehr Platz. Dass wir da einfach ein bisschen mehr Beinfreiheit haben. Mal gucken, ob das gut ist oder nicht. Das werden wir dann wohl sehen, wenn es soweit ist. So, jetzt müssen wir bloß 7 Minuten haben wir noch. Ich bin aufgeregt. Mal gucken, ob wir das so schaffen. Ob das so einfach ist, wie ich mir das vorstelle. Ob die beiden das wirklich hinkriegen, aber... Wird schon, ne? So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Platz. So. Wo haben wir jetzt hier? Da sperren wir mal ein. Und da sperren wir ein. Ups.
So. Ja, ne? Und dann gucken wir mal, dass wir im Notfall hierhin flüchten können. Deswegen machen wir hier oben auch nochmal ein bisschen Platz. Da. Und wahrscheinlich mache ich jetzt einen Riesenaufwand und dann passiert gar nichts. Aber gut. Wie heißt es immer so schön? Haben ist besser wie brauchen, ne? Von daher lieber auf Nummer sicher gehen. Unsere zwei nochmal ein bisschen heilen lassen. So. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir das dann tatsächlich schon so einfach hinkriegen, ne? So, Kinders, ich bin bereit. Na toll. Na toll. F und R. Okay. Huch, wo sind meine ganzen Fallen? Oh! Hilfe! Oh mein Gott, das war jetzt aber nicht cool. Wo ist denn hier Heilung? Okay, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Also das finde ich jetzt super. Wow, krass. Okay. Na ja, dann. Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Fallen das nicht so gut mitmachen, ne? Oh ja! Geht doch! Zack, die Bohne! Dank unserer Mega-Verteidigungs... ja, krass. Ist schon heftig. What? Okay, ich... Tatsächlich fand ich ihn wirklich schwerer wie mit dem anderen. Also Gott sei Dank, finde ich, habe ich die zwei Sachen gehabt. Ich hätte das... Ohne die beiden hätte ich das nicht überlebt. Bin ich mir ziemlich sicher. Krass, dass sie halt am Anfang auch gleich direkt alles kaputt machen musste, die Hexe. Also wirklich. So. Ey, cool, wir haben es geschafft. Boop, 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 boop. Sehr schön. Mega cool. Sehr fantastico. Mega toll. So, jetzt können wir hier durchgehen und können das hier... Oh, Entschuldigung, meine Ionenhaut. Können das hier so ein bisschen... Können mal ein bisschen weiter gucken. Blöd ist bloß, dass meine ganzen Fallen hier drinnen waren. Headshot! Achso, da war gar nichts mehr. Okay. Okay, vielleicht sind es dann auch Fallen, die wir benutzen können. Das wäre ja schon cool, ne? Das wäre ja schon so ein bisschen genial. Geilomatico. So. Das müssen wir kaputt machen auf alle Fälle. Schon krass. Aber gar nicht so stark, ne? Also ich hätte gedacht, dass das tatsächlich ein bisschen stärker ist. Achso, das ist bloß eine Truhe. Uiuiuiuiui, die müssen wir kaputt machen. Da kommen nämlich die Viechers raus. Oh, scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Ich habe meinen Bären mal wieder getötet. So. Okay, dann wieder die Fackel hinsetzen. Krass.
Nehmen wir die ganzen Fallen mit. Boah. Also ich muss schon sagen, ne? Der Goblin-König, der war schon nicht ohne, aber die hier war tatsächlich auch sehr viel schwerer, wie ich gedacht habe. Cool. Aber das, wie gesagt, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ne? Das ist halt schon was, was es dann dementsprechend auch Spaß macht, ne? Dass das wirklich, ja, dass sie hier einfach, haben wir hier gar keine Möglichkeit, das hinzustellen? Okay. Oh. Geh kaputt. Geh kaputt. Okay. Da kommen sie raus, ne? Okay. Boah, Wahnsinn. So, kaputt machen. Na gut, wir haben ja gesagt, dass wir die Dinger sowieso brauchen. Na, ich bin jetzt mal gespannt, ne? Was wir jetzt dann bekommen für den Genball. Wenn wir den jetzt abgeben. Coole Sache, coole Sache. Das machen wir jetzt dann auch gleich. Ne? Wir nehmen jetzt bloß einen Riftstein. Ich weiß gar nicht, will ich jetzt hier noch weiter durchlaufen? Ach, das ist schon ein schweres Level, ne? Oh, Kira, es wird noch schwerer. Ja, da hast du vollkommen recht. So, pass mal auf. Jetzt machen wir das und machen das. So viel Schaden kriegen die gar nicht, ne? Coole Teile. Kannst nichts sagen. Oh, das war nicht gut. Aber alles hingekriegt. Okay, krass. Super. So schwer ist es gar nicht. Wir müssen bloß gucken, dass wir die Dinger hier immer ein bisschen zerstören. Oh, da ist ein Schatzjäger-Typi. Ah, das ist cool. Dich hätte ich ja schon gern, ne? Wie geil. Großes Festmahl. Maximale Gesundheit 30 Minuten lang um 80 erhöht. Okay, das ist ja schon geil, ne? Kann man das hier hinsetzen? Das kann man da hinsetzen. Kann man noch irgendwas anpflanzen? Nee, gerade nicht, ne? Giftspore ausrüsten. Generiert eine giftige Spore, die dich verfolgt. Wenn die Spore explodiert, erzeugt sie ein giftiges Gas, welches 10 Sekunden lang die Bewegungsfähigkeit deiner Feinde um 50... Okay, das ist cool. Ach so, Silberdetektor. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. Ah, da ist noch ein irgendein... Warte mal, pass mal auf, da machen wir einmal Kupfer weg. Und das eine Eisen machen wir auch weg. Ja, so ein bisschen festmalmäßig, das ist dann schon toll. Und dann so eine... Guck mal, Fleischteller, Fleischbällchen, süßer Schinken. Mal, was da alles dabei hat, ne? Hoi. Das ist eine Silberader. Die will ich mir eigentlich nicht entgehen lassen, ne? So, oh, Entschuldigung. So, gucke mal. Ha. So schaut's aus, ne? So schaut's aus. Das ist gut. Hier ist nochmal eine Truhe dabei. Okay. Da setzen wir nochmal eine hin und dann... Joa, krass, ne? Bin ich fast der Meinung, dass wir für heute, ja, ich glaube, jetzt ist dann mein Essen gleich fertig, können wir für heute eigentlich ein bisschen Pause machen, ne? Ja, ja, gucke mal. Schöne Geschichte, okay. Dann gucken wir, dass wir in der nächsten Folge wieder rausgehen und dann, jo, we will see, wo uns das alles hinbringt. Es wird auf alle Fälle spannend und cool und lustig und, ja, wir können jetzt tatsächlich das abgeben. Achso, wir wollten den Rifterstein benutzen, das machen wir jetzt einfach. So, pass auf, genau. Ja, krass, ne? Und dann können wir das hier nämlich hinbringen. Das machen wir noch so als letzte Aktion für heute. So.
Und dann... Ah, hier. Da. Insektoren sind eine unbekannte Spezies mit einem Exoskelett und einer humanoiden Erscheinung. Die Körperflüssigkeiten des Insektors können Strukturen aus Parasektzellen stabilisieren, um durch einen stetigen autonomen Metabolismus sich selbst zu vermehren. Fusioniert mit Parasektzellen können Insektoren dies nutzen, um gewisse Formen zu erschaffen. Diese fusionierten Formen können auch in unseren Körpern implantiert werden, um unsere physischen Fähigkeiten zu verstärken. Alles in allem, Insektoren und Parasektzellen formen eine fast perfekte Beziehung miteinander. Wenn wir die Insektor-Fusionstechnik erwerben, könnten wir all die Platinen und Röhren mit Parasektzellen herstellen, die die Eigenschaft besitzen, beschädigte Teile selbst zu versorgen und zu reparieren. Ja... Eine tickende Zeitbombe, das finde ich tatsächlich auch. Oh, jetzt habe ich das alles abgegeben. Okay, schade. Na gut. Okay, also ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ui. Jo, das kaufe ich mir jetzt alles. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Explosives Fass. Geil. So, na dann. See you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.